Wer von euch mag sich noch an die legendäre Lektion mit der Rakete erinnern? Tun mal die Hände auf. Wer war dabei bei der Raketenlektion? Tun mal die Hände auf. Jetzt muss ich es nicht mehr erklären, nach 6 Wochen, wie es geht. Jetzt wisst ihr das. Ich sehe, ihr wisst es. Ich sehe, wie die Hände aufgehen. Das ist ja weggestört. Also gut, also sind mehr als die Hälfte sind jetzt schon dabei gewesen. Ein paar wenig Waghalsige haben es auch probiert. Wir haben nachher Videos bekommen von Papis und Mamis und Kindern, die das gepostet haben. Unter anderem vom Manu von Divertimento. Er hat die Rakete auch nachgebastelt. Und weil wir nach dieser Lektion so viele positive Reaktionen bekommen, und zwar nicht nur von Kindern, sondern auch von ganz vielen Mamis und Papis, habe ich gedacht, wir laden ihn nochmal ein am zweitletzten Schlaumeier-Live-Tag. Er wohnt in Küttingen im Kanton Aargau und ist Papi von 2 ganz herzigen Mädchen. Herzlich willkommen, unser heutiger Oberschlaumeier, der Raphael. Hoi! Guten Morgen! Hört ihr mich und seht ihr mich? Wunderbar! Ich begrüße euch ganz herzlich zurück in meinem Labor, was nicht anders ist als eigentlich unsere Küche hier. Der Roman hat mich angekündigt und mir gerade so ein bisschen Druck gemacht mit der heutigen Lektion. Druck ist in dem Sinn auch das richtige Wort, weil es geht nämlich um Luft. Es geht um Luftdruck. Und Niki, die hat euch ein bisschen verschrecken lassen. Wir haben immer das Gefühl, ja, Luft, das ist einfach nichts, das ist sowieso rundum. Luft, das sieht man nicht. Und so die Kraft von der Luft, oder eben schlussendlich im letzten Teil, wie das die Luftkanone funktioniert, wie man so eine Luftkanone basteln kann, da komme ich dann gegen Schluss noch drauf zurück. Ich möchte aber gerne ganz herzlich mit etwas anfangen, wo ich auch schon das letzte Mal damit angefangen habe. Und für das komme ich ein bisschen näher zu euch heim. So, ihr seht mich. Ihr hört mich auch gut, gell? Also, wenn es so sein sollte, dass ihr nachher tut, Experiment noch machen oder Sachen noch experimentieren, dann möchtet die Experiment nie alleine. Möchtet die Experiment immer mit einer erwachsenen Person oder am besten gerade mit 2 erwachsenen Personen, mit euren Eltern, könnt ihr Sachen noch machen, dann kommt nämlich alles gut. Und wie ich es vorhin gesagt habe, Luft, auch hier, Experiment nur mit einer erwachsenen Person machen. Ich komme später noch darauf zurück, warum das Experimentieren mit Luft nicht einfach ungefährlich ist. Bei mir zu Hause steht wieder mein Kollege, der Nau. Er schaut einfach ein bisschen zu, dass die Sache gut läuft. Auch er hat so ein bisschen Rückmeldungen bekommen, das letzte Mal, ob er mal auf Besuch kommen zu einem Kind, wo das man dann kaufen kann, und. Darum habe ich gedacht, ich stelle ihn hier hin. Er ist relativ ein geschickter, ein guter, ein unkomplizierter. Er schaut einfach zu, dass das Zeug gut läuft. Also, wir fangen an. Thema Luft. Wie ich es gesagt habe. Let's feel Luft. Ich sehe es nicht. Luft, ich spüre es so selten. Was ihr mal machen könnt, um die Luft ein bisschen zu spüren, ist, dass ihr alle mal ein bisschen so macht. Ihr könnt alle mal ein bisschen fester so machen. Ihr könnt alle mal ganz fester so machen, dass ihr fast ein bisschen anfängt abheben. So. Oder mal zu mir führen und zum Raman so machen, dann wird es nämlich ein bisschen kühler. Weil heute setzt es etwa 25 Grad werden. Also ich spüre es. Luft ist überall. Und das ist auch gut so. Um unsere Erde herum hat es eine Lufthülle. Und in einer Schlaumeier-Lektion, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, hat das schon jemand erklärt, wo es um den Treibhauseffekt gegangen ist. Wir haben die Atmosphäre, die Lufthülle, die ganz, ganz, ganz wichtig ist für uns, für unser Leben, ist um unsere Erde herum. Die wird gehabt, weil wir eben auch eine Erdanziehungskraft haben, die alles auf dem Boden hat. Wenn wir die nicht hätten, würden alle Luftteile verschwinden im Weltall und wir hätten hier eben keine Lufthülle. Ich weiß nicht, ich glaube, bei der 2. Raketenlektion habe ich etwas über die Zusammensetzung der Luft gesagt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ich sage es jetzt aber gleich nämlich. Zusammensetzung der Luft. Luft ist ein Gemisch aus Gas. Verschiedene Gas. Der grösste Teil, wenn wir jetzt auf den Bildschirm anschauen, da ist alles. Der grösste Teil besteht aus dem Gas Stickstoff. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Vielleicht habt ihr das aber auch schon gesehen, wenn ihr irgendwie mal weißt du, im Spital sind oder der Arzt musste einen Wärzen wegfrieren mit flüssigem Stickstoff, wo man irgendwie bis minus 200 Grad abkühlen kann. Also Stickstoff, grösste Teil. Und dann kommt eben ganz, ganz ein wichtiger Teil, nämlich der Sauerstoff, der im Moment etwa so viel ausmacht jetzt von hier.
Oder für die grösseren Kinder 21% Sauerstoff. Da gibt es andere Gas, nicht irgendwelche Edelgas drin, CO2 hat es drin, etwa 0,04%, glaube ich. Im Gesamten eigentlich wenig, aber eben, wie wir das auch schon gehört haben, zu viel jetzt im Moment. Der Sauerstoffgehalt, der ist vor etwa 300 Millionen Jahren, das ist mega lang, 300 Millionen Jahre, ganz lang zurück, ist der Sauerstoffgehalt höher gewesen als jetzt, etwa ums 1,5-fache. Und in dieser Zeit, vor 300 Millionen Jahren, dort haben sich so ein bisschen die Insekten angefangen zu entwickeln. Und das hat so ein bisschen lustige Auswirkungen gehabt, der viel Sauerstoff auf die Insekten, weil es hat Libellen gegeben, die haben eine Spannweite, also wenn sie Flügel aufgemacht haben, haben die eine Spannweite von 70 cm. Oder es hat Käfer gegeben mit 25 cm Spannweite. Ne? Stellt euch vor, jetzt Nacht, ne? Es ist warm draußen, ihr habt das Fenster ein bisschen offen und plötzlich kommt ein 25 cm grosser Käfer ins Zimmer. Dann macht ihr wieder da, was Niki gemacht hat vorher. Und dann verschwindet ihr, macht das Fenster zum Verklopfen mit dem Käferlicht. Also, so ist es nicht. Luft ist ein Gemisch und Luft ist eben nicht nichts. Ich kann wieder einmal PET-Flaschen, ist gut, wenn die noch nicht vorgerührt haben, weil ich habe ganz viele PET-Flaschen, mache ein paar Sachen mit PET-Flaschen. Ich habe hier eine PET-Flasche von mir. Ich würde sagen, die ist leer. Die Frage ist natürlich, ist die wirklich leer oder hat es eben hier etwas drin? Und für das würde ich euch ein erstes Experiment zeigen, wo dann nachher auch so ein bisschen in einem kleinen Zaubertrick ändert. Weil Physik hat ja vielfach auch so ein bisschen mit magischen Geschichten zu, weil man nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man vielleicht die Erklärungen nicht ganz kennt. Was ich machen könnte, ist eine PET-Flasche nehmen. Ich habe jetzt so also eine Literflasche genommen und ich habe einen Ballon reingetan. Dann ist die Aufgabe für euch, ihr könnt das nachher daheim ausprobieren, dass ihr versucht, den Ballon hier in der PET-Flasche aufzublasen. Ein Ballon aufblasen. Haben wir das schon mal gemacht? Kein Problem. In der Flasche probiere ich jetzt den Ballon aufzublasen. Und vielleicht sieht man, dass ich eigentlich nur ganz einen roten Kopf bekomme. Respektive es wird mir eher ein träumig, als dass ich den Ballon hier innen aufblasen kann. Jetzt mache ich aber schnell einen Zaubertrick. Und ich sage Hokus Pokus Fidibus. Die Luft, die soll hier, also von hier, wie im Schuss. Und ich probiere das gleiche Experiment noch einmal. Ballon aufblasen, in die Flasche nehmen. Probieren wir mal. Und plötzlich merkt ihr, dass es geht. Und dann geht natürlich auch die Luft raus. Also Moment, jetzt schnell. Seht ihr das? Ein aufblasener Ballon, wo vorher offen ist, aber die Luft kommt nicht raus. Außer ich sage natürlich den Zauberspruch, wenn der Hokus Pokus Fidibus, die Luft kommt raus wie im Schuss, zack, und dann ist die Luft raus. Ich würde euch jetzt gerne erklären, wenn ihr die Flasche könnt präparieren könnt, dass das eben funktioniert. Und die erste Erklärung, wenn ich eine normale PET-Flasche nehme, ich werde den Ballon hier rein aufblasen, dann hat es eben hier innen nämlich schon etwas, und zwar Luft. Die Luft ist automatisch einfach mal so da innen. Heisst, die Luft ist da innen, die nimmt den Platz ein. Und wenn ich den Luftballon aufblase, dann hat es eben da innen keinen Platz mehr für meine Luft, die ich hier reingehe. So, kapiert. Ich komme, glaube ich, sehr schnell zu meiner ersten Frage. Meine erste Frage an euch. Wir haben jetzt mal den ersten Teil von meinem Experiment gemacht. Haben wir ein bisschen Spannung aufbauen, nämlich zum Zaubertrick verraten. Also meine erste Frage ist, jetzt muss ich da ganz schnell drauf schauen. Genau. Luft ist also ein Gemisch aus Gas. Meine Frage ist, erstens, Luft sieht man nicht und darum behaupte ich, Luft wirkt in dem Sinn auch nichts. Also es ist nicht so wie Wasser oder das Glas, das wiegt etwas, ich wiege irgendetwas. Erste Behauptung ist, stimmt das? Luft wiegt nichts. Oder zweitens, Luft hat eben ein Gewicht, also Luft wiegt etwas, nämlich pro Liter etwa 1 Gramm. Und wir starten die Umfrage. Welche Behauptung stimmt? Luft sieht man nicht und hat darum auch kein Gewicht. Oder Luft hat das Gewicht, nämlich
1 Gramm pro Liter. Was denken die Schlaumeier, die haben? Welche Behauptung stimmt? Luft sieht man nicht und hat darum auch kein Gewicht. Oder Luft hat ein Gewicht, etwa 1 Gramm, also ganz wenig pro Liter. Und ich beende die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und der Gong kommt. Und wir schauen das Resultat an, zusammen mit dem Raphael. Der Raphael ist sicher auch mega gespannt. Ich bin mega gespannt, wie immer. Aber ich glaube... Ein bisschen über die Hälfte sagt, Luft hat ein Gewicht, nämlich etwa 1 Gramm pro Liter. Was ist richtig, Raphael? Luft hat ein Gewicht und wir unterschätzen das nämlich. Wir haben oben an uns ganz, ganz, ganz viel Luft, die auf uns abdrückt. Wir haben das Gefühl, wir merken das nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel auf einem Berg fahrt, mit einer Gondel, oder ihr fahrt über Gotthard mit dem Auto, dann irgendwann fängt es so, wehtun in den Ohren, weil eben der Druck von der Luft, das Gewicht von der Luft, das auf euren Körper kommt, will sich das eben tut, verändern. Komme ich dann nachher noch einmal darauf zurück. Also Luft wiegt etwas, eben nicht so viel wie Wasser natürlich, aber es wiegt etwa nämlich eben 1 Gramm pro Liter. Ich komme zurück zu meiner Flasche. Was ihr könnt machen, um die Flasche zu präparieren, sieht man das, was da innen ist? Es ist ein kleines Löchli drin. Das Löchli könnt ihr machen mit etwas Spitzigem. Das Löchli drin. Und heisst, wenn ich jetzt meinen Ballon versuche aufzublasen, dann kann hier die Luft rauskommen. Also, ich habe den Finger weggenommen. Luft kann raus. Da, wenn ich den Finger wieder drauf habe, dann kann, wenn der Ballon sich wieder entspannen will und die Luft hier rausgeht, dann kann die Luft nicht hier in das Löchli rein. Heisst, wenn ich den Ballon aufblase, Finger weg. Wenn ich den Ballon aufblasen habe, Finger drauf. Und dann haben wir das wahnsinnig faszinierende, lustige Bild hier, wenn nämlich der Ballon offen ist. Also, das erste Geheimnis von der Luft haben wir kapiert. Zweiter Punkt. Wir haben es gehabt vom Luftdruck, das Experiment mit der Flasche. Könnte ich natürlich schon auch machen, wenn ich genug fest Kraft hätte in meiner Lunge, dass ich die Luft zusammendrücken könnte. Und dass ich Luft zusammendrücken kann, das zeige ich euch jetzt gerade schnell mit dieser Spritze hier. Ich hoffe, dass ihr die Spritze sonst nicht so brauche, oder zum Doktor müsst. Es ist eine Spritze ohne Nadeln. Und ich tue jetzt mal die Spritze aufziehen mit Luft. Heben vorne den Finger drauf und drücken hier den Kolben, sagt man dem, zusammen. Und dann seht ihr, dass die Spritze zusammengeht. Die Luft geht aber nicht raus, weil wenn ich loslasse, dann geht der Kolben wieder hinter. Das heisst, ich habe hier eine Luftfederung. Luft kann ich zusammendrücken, relativ gut jetzt mit dieser Spritze. Und sie entspannt sich wieder, wenn ich hier loslasse. Dann komme ich schon zu der zweiten Frage. Ich mache das gleiche Experiment mit dieser Spritze, nur dass ich nehme Wasser, ziehe das Wasser auf. Ich habe Wasser da innen. Meine Frage ist, wenn ich jetzt die Spritze zusammendrücke, lässt sich das Wasser erstens wie Luft zusammendrücken? Oder Antwort 2, nein. Das Wasser, das lässt sich nicht zusammendrücken wie Luft. Also, welche Behauptung stimmt? Das Wasser in dieser Spritze lässt sich zusammendrücken, wie die Luft, wie es der Raphael vorher gezeigt hat, mit der Luft rein. Lässt sich zusammendrücken und springt nachher wieder zurück. Oder es lässt sich nicht zusammendrücken. Was denkst du? Welche Behauptung stimmt? Wasser lässt sich wie Luft zusammendrücken oder lässt sich nicht zusammendrücken? Wir beenden die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Ich sehe, 90% der Kinder haben mitgemacht. Also fast alle können ihre Stimme abgeben. Und wir schauen uns das Resultat an. Also, die absolute Mehrheit, die absolute Mehrheit sagt, es lässt sich nicht zusammendrücken, Wasser. Jetzt sind wir gespannt, was die richtige Antwort ist. Ich habe hier bereits Wasser drin. Und ich versuche das gleiche Experiment noch einmal, Wasser zusammenzudrücken. Und das müsst ihr wirklich selber probieren. Es bewegt sich nichts, aber auch gar nichts im Moment. Wenn ich ganz, 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 ganz viel Druck hätte, könnte ich das Wasser ganz minim zusammendrücken. Aber ich kann Wasser grundsätzlich nicht zusammendrücken, wie das ist mit der Luft. Und dass ich Luft kann zusammendrücken, das hat auch einen guten Punkt im Alltag. Ihr habt mal eine Lektion gehabt bei der Feuerwehr.
Ich weiß nicht, ob die Flaschen angehabt, die Pressluftflaschen, oder wenn man tauchen geht, hat man so Flaschen an. Die haben eigentlich Platz, so für 10 Liter Wasser könnte ich die Flasche nie füllen. Oder eben 10 Liter normale Luft. Ich kann jetzt aber die Luft so zusammendrücken, dass in dieser Pressluftflasche etwa 2000 Liter Luft zusammendrückt Platz hat. Und ich kann nachher natürlich viel, viel länger schnaufen, als wenn ich jetzt nur 10 Liter Luft hätte. Beim Wasser geht es nicht. Also bei der nächsten Wanderung könnt ihr nicht einfach 1000 Liter Wasser hier reinpressen und dann habt ihr 1000 Liter Wasser in dieser einen Flasche. Das geht so nicht. Gut, nächster Punkt. Ich glaube, wir sind bereit zum Wulchen basteln. Bevor wir zu den Luftkanälen kommen, wir können noch Wulchen basteln. Das Wetter ist im Moment schön. Nächsten Montag, ich habe mal scheu versucht, auf die Wetterprognose zu schauen. Nächsten Montag, wie soll ich sagen, irgendwie der Winter kommt glaube ich ein bisschen zurück. Und es kommt regnen und es ist so ein bisschen gruselig. Wetter hat in dem Sinn auch zu tun mit Luftdruck. Vielleicht haben Sie schon gehört, Hochdruckwetter oder Tiefdruckwetter. Und jetzt wollen wir in dieser Flasche einen Wulchen bauen. Da brauche ich eine PET-Flasche. Ich brauche das Gerät. Was ist das? Das neueste Handy? Nein, ein Luftpumpe. Ich brauche weiteres Material. Jetzt muss ich schauen, ob ich das genutzt auf meinem Tisch. Ich brauche ein bisschen Wasser. Und ich brauche Zündhölzchen. Und das ist jetzt das gefährliche Experiment. Nicht nur wegen dem Feuer. Ich komme nachher darauf irgendwie so zurück. Ich simuliere in dieser Flasche in unsere Erde, unsere Atmosphäre. Etwas ist nämlich schon drin. Luft, genau. Hier ist schon drin. Ich tue noch etwas anderes zu, etwas ganz Wichtiges. Feuchtigkeit. Ich habe vorhin gesagt, Luft hat die verschiedenen Gase plus Feuchtigkeit oder Wasserdampf hat es auch drin. Das simuliere ich hier mit ein bisschen Wasser hier. Und weiter hat es in der Atmosphäre Staubteile, Schmutzteile, irgendwelche Blütenstaub und. Das mache ich mit dem Zündhölzchen. Ich zünde es an, mache ein bisschen Rauch, gebe den Rauch hier rein und mache schnell den Deckel drauf von meiner Pumpe. Schüttle das ein bisschen, die Meer und Flüsse und so, da gibt es eine Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Was ich jetzt mache ist, ziehe da nicht durch den Schlauch durch. Da, wo ich vorher nicht machen konnte mit meiner Lunge, hier innen den Druck aufbauen. Das heisst, ich mache hier innen ein Hochdruckgebiet. Vielleicht schon mal gehört, Hochdruckgebiet heisst schönes Wetter. Und ich gehe hier mal ein bisschen an verpumpen. Seht mich, hä? An verpumpen, der Druck nimmt zu. Was auch zunimmt hier innen, ist so ein bisschen Temperatur. Ich erkläre es nachher. Ich mache hier fast nicht hin. Druck nimmt zu, Druck nimmt zu. Wir haben Hochdruck. Wenn wir die Flasche anschauen, wir haben keine Wolken drin. Wir haben keine Wolken. Ich gebe noch ein paar Stöße. Ich kann zurückzählen von 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. So. Und da ist jetzt vom Wechsel, ich kann es übrigens auch umgekehrt machen, es hat eine Wolke gegeben, Tiefdruckgebiet, ich erhöhe den Druck wieder erhöhen und ihr könnt schauen, was passiert. Nämlich die Wolke verschwindet. So, geht es auch noch einst. Zum Schluss müssen wir lernen. Genau. So. Was ist genau passiert? Wir haben also eben ein Hochdruckgebiet simuliert. Die kleinsten Wasserteile, die Wassermoleküle, die sind dann hier in der Luft gewesen, die hat man nicht gesehen. Wo der Druck gewechselt hat, ist die Temperatur wieder gesunken. Und die kleinsten Wassermoleküle, die haben sich so ein Grüppli gebildet oder eben kleine Wassertröpfchen, die sich dann ganz schnell gebildet haben und so eine Wolke oder ein Nebel, kann man sagen, ist eigentlich das Gleiche, gebildet haben. So, ich zeige jetzt noch schnell, warum das Experimentieren mit Luft eben relativ gefährlich kann sein. Ich habe es gemacht, ich habe hier Druck aufgebaut. So. Ihr habt die Flasche hier und wenn das daheim möchtet, möchte ich das wirklich so, weil was kann passieren ist, wenn ich nicht vorsichtig bin und einfach plötzlich loslasse, dann haut die Flasche wirklich wie eine Kanonenkugel fort und so eine PET-Flasche im Gesicht ist schmerzhaft. Also, Luftdruck. Gut! Wie funktioniert eine Luftkanone? Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ui, Zeit läuft. Wahnsinn. Hei, hei, hei. Man will das lange nicht. Also, wenn Kind, Ami,
in eine Vorstellung kommen oder so, dann ist immer eine Aufgabe, den Pappbecherstapel von 3 Metern nur mit Luft können umzupusten. Nur mit Luft. Und das geht meistens nicht. Und dann gebe ich Ihnen Amix das Gerät hier. Sage ich, Ami, ja, das ist ein Blumentopf. Ist es schlussendlich auch. Das war ein Blumentopf. Mit einem Loch vorne. Mit ein bisschen Abfallsack, Kleppband. Und dann habe ich eben meine Luftkanone. Ich kann diese Luftkanone aufziehen. Und ich kann diese Luftkanone loslassen. Ich zeige schnell, wie das ein bisschen aussieht. Jetzt muss das Bild noch ein bisschen richten, glaube ich. Ich tue die Pappbecher hier schnell ein bisschen zum Bild führen. Ihr seht mich vielleicht hinter denen. Ich gehe ein bisschen weg und versuche, die Becher mit Luft umzupusten. So, seht ihr mich? So. Ah, zweiter Versuch. Aber funktioniert relativ gut. Kannst du noch mal zeigen, wie du das gemacht hast? Man hat dich vielleicht nicht ganz gesehen. Ich mache es nachher noch einmal. Okay, gut. Nämlich mit etwas da innen, weil jetzt habt ihr eben nichts gesehen, weil ja Luft im besten Fall unsichtbar, durchsichtig, was auch immer ist. Und was ich jetzt reingebe, dann mache ich nämlich das Experiment noch einmal, ist, ich gebe ein bisschen Rauch rein. Ich habe kein Feuer gemacht, sondern ich habe hier meine Nebelmaschine. So, auf dem Feuerwehr kommt dann nichts. Komm einmal zurück. Ich gehe dann ein bisschen zu der Kamera, vielleicht seht ihr es. Ja, was vorauskommt? Es kommt Rauchring vorne raus. Rauchring. Die habt ihr, glaube ich, jetzt relativ gut gesehen. Vorher kommt der Rauchring raus. Das heisst, die Luft wird hier innen extremst beschleunigend. Es geht mega schnell durch das Loch durch. Da außen ist die Luft so in Ruhezustand. Und wenn die Luft kommt, dann tut es die Luft, die außen ist, so ein bisschen anwirbeln. Es gibt so einen Rauchring. Weitere Luft kommt dazu. Und die Rauchring, wenn ihr das daheim ausprobiert, es gibt wirklich Ring, die können 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter wirklich sich vorwärts bewegen. Das ist ein mega schönes Bild. Plus kann ich eben Zeug umschiessen oder eine Kerze auspusten, nur mit dieser Luftkanone. Ich habe noch ein kleines Modell. Und das ist nämlich etwas, das ihr könnt ganz gut, ganz einfach nachmachen. Ich habe die Anleitung von dieser Luftkanone plus auch ein bisschen von der grösseren Luftkanone im Roman noch geschickt. Die kann man dann irgendwo auch wieder runterladen. Die kleine Luftkanone hier, darum habe ich gesagt, PET-Flaschen kann man verwenden und eine PET-Flasche, die möglichst fest ist. Es gibt so gewisse Hersteller, die ein bisschen festere haben und andere, die ein bisschen weniger feste haben. Dann schneide ich die PET-Flasche hier abeinander, so, mit einem Messer oder mit einer Schere. Hilft natürlich für eine erwachsene Person. Und nehme einen Ballon, mache einen Knopf rein, so, voilà, und schneide vor ein Spitzchen vom Ballon ab. Und kann nachher mit Hilfe von jemandem über die Flaschen ziehen, plus nachher noch mit Klebe oder Kleppband dann anmachen. Und fertig ist meine kleine Luftkanone. So, sonst schauen, irgendwo noch ein Feuer. So, das ist okay. Und was die kleine Luftkanone kann, so, das zeige ich rasch. Seht ihr das Kerzchen? Mit dem Kerzchen. Es ist relativ schwierig und das macht es auch gerade ein bisschen spassig. Nämlich, doch, ich könnte gut zielen. Wo kommt jetzt dort die Luft raus? So, aber ihr seht es. Voilà. Und ich kann so auf relativ weite Distanz ein Kerzen auspusten. Schauen wir mal, ob das hier auch gerade funktioniert. Jawohl, genau. Also, Anleitung ist nachher online. Kann man nachschauen. Es geht im Ende zu, gell? Minuten? No. Weil ich ja gerne eigentlich die Sachen immer auch noch ein bisschen grösser mache, gern. Auch wenn ich es daheim auch nicht so ganz viel Platz habe. Falls ihr wollt, ihr eben die Luftkanone nachbauen, jetzt haben die ganzen Baumärkte und so, die haben die wieder offen. Und es gibt nicht nur sättige Blumentöpfe, sondern es gibt in diesen Baumärkten riesige Kunststofffässer.
wo man eben auch könnte, sage jetzt mal, für die Papis und Mami so zuhören, die jetzt noch mit Tag nicht zu haben, wo man könnte auch so mega Luftkanonen bauen. Und zum Schluss habe ich euch noch eine da, ein bisschen grössere. Ich tue noch einmal die Sachen hier auspusten. Vielleicht noch zum Schluss, wenn ihr das Gefühl habt, ja, wir haben ja keine Rauchmaschine daheim. Zwei Sachen. Erstens, es ist, das sage ich jetzt als grosser Bub, es ist eine mega gute Investition, so eine kleine Rauchmaschine daheim zu haben. Oder man macht von außen ein Feuer, tut ein bisschen nasses Zeitungspapier aufs Feuer und da gibt es auch Rauch und da kann man da auch wunderbar den Rauch aufziehen und nachher die Rauchring sehen. Also, zum Schluss. Ich stelle hier noch die Sachen auf. Ich gehe zu meiner, doch, das ist glaube ich gut so, zu meiner grossen Luftkanone. Und ja, ich hoffe, man sieht, dass nicht alles zugenebelt wird. Also, ihr seid bereit? Habt ihr auch schon gesehen? Gut. Machen wir eine Kamera. Und bumm. Noch eine letzte. Jawohl. Also, das ist meine kleine, mittelgrosse Rauchringkanone, Wirbelkanone oder Schallkanone. Vielleicht gleich wegen Schallkanone. Das ist noch eine gute Begründung, einen guten Hinweis. Wenn ihr die habt, geht nie zu jemandem hin und dürfen da ins Ohren knallen. Weil es klopft wirklich mega fest. Gibt es die Wellen und das ist nicht wirklich gut. Das war es mit mir. Ich danke einfach als im Roman, in dem ich es gestern schon persönlich gesagt habe, für die mega coole Arbeit, die ihr gemacht habt. Es ist heute die 39. Geschichte. Unsere Tochter hat das ausgerechnet, wie viel sie geschaut hat. Sie ist, glaube ich, auf 36, wo sie geschaut hat, von denen irgendetwas. Also Kompliment, was ihr auf die Beine gestellt habt, weil eben auch so, sage ich, als Lehrer kann Unterricht sein, wie man eben Kind kann begeistern kann. Plus ein Dank, eben, ich sage als Lehrperson an alle Mütter und Väter, die auch krampft haben mit ihren Kindern zusammen. Ich glaube, es kommt auch zu wenig auch zur Sprache, jetzt auch von meiner Seite einfach ganz vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr euch ein Kind geschaut habt mit verschiedensten Angeboten. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns sonst wieder einmal. Bis bald und tschüss miteinander. Danke vielmals. Danke vielmals, Raphael. Eine ist mehr sensationelle Lektion gewesen. Übrigens, der Raphael ist als Professor Bombastik in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Also wenn ihr noch einmal ein Plakat seht oder geht auf seine Homepage schauen, wo er auftritt, ist mega spannend. Etwa in die Richtung, wie du es jetzt gerade gemacht hast, gell? Ja, es geht genau in die Richtung. Eine andere Frisur habe ich dann. Andere, noch eine bessere. Noch eine bessere Frisur, genau. Super. Vielen herzlichen Dank nochmal, Raphael. Heute haben wir gelernt, was Luftdruck ist, wie man Wolken macht, wie man eine Luftkanone basteln kann, dass der Raphael die eigene Nebelmaschine hat und ja, dass im Raphael seiner Wohnung wahrscheinlich keine einzige Wand mehr gerade ist, so wie er die Raketen und die Luftkanonen durch das Zeug durchjagt.